Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir zum Thema des heutigen Videos kommen, möchte ich mich erstmal bei euch allen bedanken. Vor circa einem Jahr habe ich mit diesem Kanal auf YouTube begonnen. In dieser Zeit haben mir viele Hersteller ihr Vertrauen geschenkt, größere YouTuber mir ihr Feedback dagelassen und mich via Social Media oder in ihren Videos supportet. Das Ganze hatte den Effekt, dass ihr auf diesen Kanal aufmerksam geworden seid und durch eure Views, Kommentare und Daumen diesen Kanal mit mir dahin gebracht habt, wo er jetzt ist. Nun sind wir bereits über 1000 Abonnenten und dafür möchte ich mich bei euch allen bedanken. In Kooperation mit SteelSeries haben mein Arbeitskollege, dessen Rechner wir heute bauen, etwas Fettes für euch organisiert. Ein Arctis Pro Game Deck. Dieses Premium Gaming Headset ist euch bereits aus einem vorherigen Review von mir bekannt, welches ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr am Ende des Videos. Nun aber zum eigentlichen Thema. Mein Arbeitskollege, welcher gleichzeitig noch privat auf Twitch streamt, braucht mal wieder ein Upgrade seines Gaming-Systems. Wir haben uns dazu entschieden, lieber ein ganz neues System zu bauen. Was dort drin steckt und welche Leistungen dieser liefert, seht ihr jetzt. Kurz vorneweg, dieses Video wurde von keinem Hersteller unterstützt. Da wir allerdings nicht für jedes Produkt eine andere Software haben wollten, haben wir bewusst auf Corsair und Asus gesetzt. Lediglich die SSDs kommen von Samsung. Als Herzstück des PCs kommt das aktuelle Flaggschiff von Intel zum Einsatz. Der brachiale 8-Kerner mit 16 Threads, welcher auf den Namen i9-9900K hört und meiner Meinung nach die bisher schönste Verpackung aller Zeiten besitzt. Verbaut wird dieser auf dem Asus Maximus 11 Hero. 5x USB 3.1, 2x USB 2.0, 1x USB Typ C, 2 gekühlte M.2 Steckplätze, ALC 1220 Audio Chipsatz und eine geile, aber dezente RGB Beleuchtung lassen keine Wünsche offen. Als Grafikkarte kommt hier keine geringere als die RTX 2080 Ti Strix zum Einsatz. Eine brachiale Grafikkarte, vor allem mit Hinblick auf den aktuellen Preis. 2,5 Slots Kühldesign mit 3 Axiallüftern, welche der Karte einen kühlen Kopf bewahren. Als Speichermedium setzen wir auf 2 Samsung Evo SSDs. Eine Samsung Evo 970 Plus mit 512 GB für das System und einige Programme, sowie einer Evo 970 mit 1 TB Speicher für alle Spiele. An dieser Stelle hätten wir zwar ein paar Euro sparen können, allerdings wollte mein Arbeitskollege so wenig Kabel wie möglich und die 2 M2 Steckplätze haben sich perfekt angeboten. Auch beim Arbeitsspeicher sind wir aufs Ganze gegangen. 2x 16 GB Corsair Dominator Platinum RGB mit einer Taktrate von 3200 MHz treiben das System an. Durch die neuen Capellix RGB LEDs sieht das Ganze dabei auch noch verdammt geil aus und lässt sich super mit anderen Komponenten synchronisieren. Unser Prozessor wird übrigens von einer 360mm großen All-in-One Wasserkühlung gekühlt. Auch das gute Stück kommt aus dem Hause Corsair und hört auf den Namen H150i. Eine leise und sehr zuverlässige All-in-One Kühlung. Lediglich die Lüfter haben wir ausgetauscht. Im kompletten System haben wir uns für die ML120 RGB Lüfter entschieden, da diese selbst bei hoher Drehzahl durch ihr Magnetlager wesentlich leiser sind als herkömmliche Lüfter. 6 Stück an der Zahl haben wir in diesem Monster verbaut. 3 davon sitzen in der Front am Radiator, 2 im Deckel sowie einer hinten. Versorgt wird der ganze Spaß übrigens vom AX850, ein 80 plus Titanium Netzteil mit 2 CPU Stromanschlüssen, was uns zukünftig zum Overclocken zugute kommt, und einem Zero RPM Mode, damit das Betreiben dieses Kraftwerks möglichst flüsterleise vonstatten geht. All die gute Hardware findet ihren Platz im Corsair Obsidian 500D. Ein Gehäuse aus gebürstetem dunklen Aluminium mit 2 Tempered Glass Seitentüren, welche sich durch Magneten ganz einfach öffnen lassen. Ein sehr geräumiges Gehäuse mit genug Platz zum Verkabeln. Platz für 2 HDD Festplatten sowie 3x 2,5 Zoll SSDs auf der Rückseite und einer Netzteilabdeckung sowie genug Staubschutzgitter zur einfachen Reinigung runden das Paket ab. Mit einer Windows 10 Lizenz kommen wir hier bei dem System auf einen Preis von stolzen 3500 Euro. Die Links zu den einzelnen Komponenten habe ich euch wie immer in der Videobeschreibung aufgeführt. Nachdem das gute Stück nun zusammengebaut war und das Betriebssystem installiert ist, habe ich mir zuerst die Geschwindigkeit der Festplatten angesehen. Bei der Evo Plus erreichen wir eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3280 MB pro Sekunde. Die normale Evo ist im Lesen circa gleich schnell, im Schreiben allerdings ungefähr 100 MB langsamer. Im TimeSpy Benchmark haben wir dann 12.244 Gesamtpunkte erreicht. Aufgeteilt sind diese in einem Graphics Score von 13.226 und einem CPU Score von 8.621 Punkten. Somit ist das System ohne Overclocking unter den 96% der besten getesteten Systeme. Aber auch den Cinebench R15 haben wir durchlaufen lassen.
Hier erreicht unsere CPU 1394 Cinebench-Punkte und das System im OpenGL-Test 113 FPS. Im Cinebench R20 erreichen wir dann 3667 CPU-Punkte im Multicore-Test und 373 Punkte im Single-Core-Performance-Benchmark. Soweit die Theorie, nun aber zum wahrscheinlich interessanteren Teil dieses Systems, das, wofür dieser PC nun mal gebaut wurde, seine Gaming-Leistung. Getestet wurde in zwei Auflösungen, WQHD und 4K, jeweils bei allen Einstellungen auf Ultra. Angefangen haben wir mit Far Cry 5, dort erreichten wir im Schnitt bei WQHD 112 FPS und maximal 154. Unter 4K waren es dann immerhin im Schnitt noch 95 und maximal 114 FPS. Da Far Cry ein sehr forderndes Game ist, würde ich das Ergebnis repräsentativ für alle AAA-Titel als sehr gut spielbar bewerten. Auch sollte 4K 144 Hz Gaming irgendwann interessanter werden, wird man durch das leichte Verstellen der Schattenqualität hier auf seine gewünschte FPS-Zahl kommen. Im Rainbow Six Siege haben wir erstaunliche Werte erreicht. Unter WQHD waren es durchschnittlich 257 und maximal 350 FPS. Auch unter 4K hat der PC aus dem Spiel durchschnittlich 149 und maximal 178 Bilder pro Sekunde rausgekitzelt. In Apex Legends sah es ähnlich aus. Dieser hat unsere FPS auf 144 gecapped, weshalb wir unter WQHD durchgehend die 144 Bilder hatten und mit der höheren Auflösung durchschnittlich 117 Bilder erreicht haben. Fortnite haben wir dann nur noch aus Vollständigkeitsgründen mit reingenommen. Hier haben wir unter WQHD 185 FPS im Schnitt und maximal 198 FPS erreicht. In 4K waren es dann durchschnittlich 87 Bilder pro Sekunde und maximal 96, wie gesagt, mit hohen Schattendetails. Ich würde sagen, dass dieses Gaming Beast bewiesen hat, dass es kein Spiel gibt, mit dem es nicht klarkommt, wobei wir natürlich Crysis nicht getestet haben. Ich muss sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, ein High-End-System zu bauen, welches die aktuelle Gaming-Spitze für Consumer repräsentiert. Aktuell überlegen wir noch, ob das System in Zukunft übertaktet werden soll und ob wir zum Streamen den alten PC mit Capture Card einrichten. Solltet ihr euch für dieses Thema interessieren, könnt ihr mir dies in den Kommentaren mitteilen. Für alle, die sich fragen, was nun mit dem Gewinnspiel ist, in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einer Giveaway-Plattform namens Geed. Dort bekommt ihr für jede Aufgabe, die ihr erledigt, ein Ticket. So könnt ihr ganz einfach selbst bestimmen, was ihr tun wollt, um eure Gewinnchance zu sichern. Der Gewinner wird dann auf der Geed-Seite nach Ablauf bekannt gegeben und bekommt sein Paket zugeschickt. Allen Teilnehmern wünsche ich viel Glück und nochmal vielen Dank für den Support. Schaut auch mal im Stream von meinem Arbeitskollegen vorbei, dieser heißt dort Hellfish85 und ist ebenfalls in meiner Videobeschreibung verlinkt. Ich würde sagen, das war's nun mit diesem besonderen Video, ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin!